Glaubt gar nicht, was heute passiert ist. Ich habe einfach ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Buenas mi gente aus dem bewölkten Barcelona. Wie man sieht, ist es relativ früh. Und ich mache mir heute generell einfach einen schönen Tag, weil ich habe heute Geburtstag. Deswegen habe ich mir den Tag freigenommen. Wir hatten den Tag auch am Strand verbringen, essen gehen, weil ich war noch nie zu meinem Geburtstag im Ausland. Und das wollte ich einfach mal mit euch festhalten. Deswegen begleitet mich einfach zu meinem Geburtstag und vielleicht verrate ich euch sogar, wie alt ich geworden bin. Wie gesagt, zuerst geht's mal zum Friseur zuerst geht's mal einen Kaffee trinken bei einem Café, wo ich eigentlich schon ein paar Mal hin wollte, aber es irgendwie nie zeitlich geschafft habe. Aber heute ist the day dafür. Und danach geht's zum Friseur. Also, bis gleich. So, das ist das Ergebnis. Wieder richtig fresh. Kann sich ordentlich sehen lassen nach 4 Monaten oder zweieinhalb Monate ohne Friseur waren es jetzt genau. Ey, ich fühle mich wieder richtig fresh, Mann. Das musste unbedingt sein. Jetzt gibt es noch einen geilen Kaffee zum Wachwerden. Ich hatte schon eine kalte Dusche, aber ein Kaffee darf trotzdem nicht fehlen. So, wir sind jetzt in einem Buy Coffee angekommen. Da wollte ich schon ewig mal hin, weil ich gehe ums Eck Yoga machen. Und ja, deswegen dachte ich mir, wenn ich heute frisch nach dem Friseur, probieren wir mal den Kaffee hier. Ich kann ja mal eine Live-Verkostung machen. Schauen wir mal. Der Flat White ist gut. Der kann echt was. Ich trinke das jetzt, dann gehe ich nach Hause, weil ich habe noch ein, zwei Calls, muss ein bisschen was arbeiten, ja. Auch an meinem Geburtstag muss ich was machen, aber später geht's dann zum Beach. Also, Freude. Gut, Calls wurden jetzt erledigt. Mich hat ein Paket erreicht, das ist jetzt eine unbezahlte Werbung. Wir machen aber einen Live-Test, nämlich ein Process, veganes Protein. Ich bin fremd gegangen. Proteinpudding gibt's nicht mehr. Ich hatte wieder Bock auf Shakes, aber wir machen jetzt eine kleine Live-Verkostung. Ich habe mal zwei Geschmäcker. Chocolate Chip und Caramel Popcorn. Ich bin mal echt gespannt. Ich habe Ewigkeiten keinen Proteinshake mehr getrunken. Mit Wasser, weil das ist am ehrlichsten. Schnappt euch hier. Eins, zwei und arriba, abajo, al centro, adentro. Das ist pea-based? Das ist soja-based. Geil, gell? Schmeckt anders wie Zummo. Der Erbsenprotein schmeckt ein bisschen anders. Ich finde es echt gut, oder? Mhm. Aber es geht. Boah, keine Ahnung. 3,8 von 5 Sternen gebe ich. Kann man schon 4 Sterne geben, oder? Machen wir rund mal auf 4. 4 Sterne, 4 von 5 Chef Lopez Sterne. So, jetzt geht's raus, bisschen die Lage checken und dann zeige ich euch, wohin es geht. Ey, die Augen sind wieder klein, aber so sonnig ist es gar nicht, wie man sieht. Es ist etwas bewölkt. Und ja, ich chill hier gerade am Strand. Richtig geiler Strand hier, Bogatell. Ist nicht so voll wie am Barceloneta, also den Strand, den man so kennt von Google Bilder. Und ja, ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, ein bisschen zu reflektieren einfach, wo stehe ich gerade in meinem Leben, weil das ist einfach verdammt wichtig. Es gibt immer irgendwas zu optimieren, sei es Beziehungen, sei es Business, sei es Finanzen, sei es Gesundheit. Sei es einfach Spaß im Leben zu haben und ja, das mache ich halt öfter, einfach mal mich hinzusetzen und zu fragen, ey, wo stehe ich gerade? So ein Check-in mit mir zu machen, einfach mal rauszuzoomen aus dem ganzen Alltag, weil, ey, wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich ständig stecken bleiben, da wo ich gerade bin. Ich würde ständig nicht vom Fleck kommen. Und das verhindere ich, weil ich einfach bewusst mit Zeit nehme, um zu reflektieren. Und ja, das ist in letzter Zeit auch ein bisschen kurz zu kurz gekommen, muss ich sagen. Könnte man auf jeden Fall öfter machen, ist bestimmt nicht. Schadet bestimmt nicht. Und ja, ich werde jetzt dann noch eine Runde zum anderen Strand gehen, weil ich habe die Zeit heute. Später geht es noch zum Yoga und dann geht es irgendwas essen. Aber ja, wenn es wieder Essen gibt, dann zeige ich es euch. Ihr könnt in der Zwischenzeit schon mal einen Daumen nach oben geben, wenn euch solche Art von Vlogs gefallen. Und wie ich euch zeige, was ich so wirklich an einem Tag mache. Okay, hier kann man sagen, da hinten ist Barceloneta, W Hotel, da kann man sagen, hier schön ein bisschen mehr los als am Strand vorher. Aber auch ziemlich geil. Es ist einfach Donnerstag und die Leute chillen hier alle. Aber auch viele Touristen, muss man sagen. Ey, ich habe aber riesen Hunger, muss ich sagen. Das heißt, ich werde jetzt mal nach Hause fahren, was essen. Und was es zu Hause gibt, seht ihr gleich. Alter, mindestens genauso sonnig geht es jetzt am Balkon weiter. Ich bin wieder zu Hause, habe mir schön jetzt zu essen gemacht und ihr glaubt gar nicht, was heute passiert ist. Ich habe einfach ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Gar komplett unerwartet. Ich habe nämlich im Supermarkt ein Fleischersatzprodukt gekauft, weil es ein Rabatt war. Da gab es eine Rabattaktion. Und das ist jetzt auch keine Produktplatzierung, aber ich habe einfach ein Eura-Lätzchen bekommen. Das ist einfach saugeil. Jetzt kann ich während dem Essen
immer representen, also mega geil. Ich zeige euch mal, was ich essen tue jetzt. Ich habe hier meine Meal Prep. Ja, einen Reisbowl mit so einer Champignonsauce und Erbsenprotein. Ist richtig, richtig lecker. Und ja, Rezept habe ich schon mal hier auf Instagram gemacht. Das könnt ihr unbedingt mal abchecken und lasst ein Follow da, damit ihr richtig geile vegane Rezepte bekommt. Ich fahre mir das jetzt rein mit Sauerkraut natürlich. Dann chill ich eine Weile und dann geht's zum Yoga. Auf das habe ich heute richtig, richtig Bock. Wir sehen uns später. Gut, ich bin wieder zu Hause angekommen. War eine geile Yoga-Session. Also es tut mir jedes Mal immer so gut, einfach was für meinen Körper gemacht zu haben. Und einfach diese Stunde wirklich nur bei mir zu sein und nicht irgendwo anders mit den Gedanken. Bin ich sogar relativ gut dabei, dass ich in der Stunde einfach abschalte und einen klaren Kopf habe. Genau. Für mich geht es jetzt essen, da nehme ich meine Kamera nicht mit, weil ich möchte einfach die Zeit mit meinen Freunden genießen. Deswegen zeige ich euch einfach mit dem Handy gefilmt einen kleinen Ausschnitt, so, wo wir waren und was wir gegessen haben. Wenn ihr mehr von solchen Einblicken in meinen Alltag sehen wollt, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal gerne für mehr. Und wir sehen uns immer am Sonntag um 18 Uhr hier. Also, adios mi gente, haut rein.